folgende Geschichte. Zwei Mädels bestellen Cocktails. Ich so, ich bring sie euch gleich. Ich laufe zu meinem Kollegen, ich so, mach mal zwei Aperol Sauer. Er legt sie aufs Tablett, ich laufe zurück, ich rutsch aus, die Gläser fallen auf den Boden, ich mit meinem Gesicht drauf und im letzten Moment habe ich meine Hand davor und ich so, wow, Gott sei Dank. Es ist nichts passiert. Ich gucke meine Hand an, ich sah aus wie Thaddäus. Meine Hand ist in der Mitte gespalten, Blut spritzt raus wie in so einem billigen Horrorfilm. Ich so, Hilfe, Hilfe, Hilfe. An dem Abend war Technoparty. Ich so, Hilfe, ich bin in die Tanzfläche. Hilfe, Hilfe. Die haben gedacht, das sind Erdbeerleims. Die so, Ich so, Hilfe, Hilfe. Ich habe damit Blut an die Wand geschrieben. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und Gott sei Dank. Gott sei Dank war an dem Abend im MASH ein Krankenpfleger, der hat Party gemacht, der sieht mich so, rennt auf mich zu in Zeitlupe, packt sofort meine Hand, drückt sie ab, hebt sie hoch, zerreißt sein Hemd, um meinen Arm abzubinden und die Blutung zu stoppen. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Aber als er so sein Hemd zerrissen hat, habe ich aus Reflex seine Brustwarze. Ich sage, Leute, entspannt euch. Das ist ein Geben und ein Nehmen, okay? Dann haben die mich in so einen kleinen Raum rein, die so, Özcan, es kommt gleich erste Hilfe. Und ich so, Marek, meine Hand ist gespalten. Jetzt kommt wahrscheinlich so ein Hubschrauber. Notärzte seilen sich ab. Die tun mich auf die Liege. 8 Personen um mich herum. Bringen Sie in den Schockroom. Stabile Seitenlage. 4 Milligramm Adrenalin. Intravenös. Sag sie meinen Kindern, ich liebe sie. Sauerstoff. Ah! Der Arzt ist so reingekommen, gell? Morgen. Wo ist der Patient? Ich war im Schock. Ich so, ich glaube, der ist da langlaufen irgendwo. Dann sieht der Arzt mich. Ich meine, der Typ ist Unfallchirurg. Der hat schon alles gesehen auf der Welt. Der sieht meine Hand, der so, ist das alles? So, wenn Sie wollen, können wir die andere auch aufschneiden. Auf einmal sagt er durch sein Walkie-Talkie, wir brauchen keine Liege, wir laufen raus. Und dann, ich zahle mein Leben lang Krankenkassenbeiträge. Meine Hand ist gespalten, Glasscherben drin, Blut spritzt raus und ich muss so rauslaufen, so. Währenddessen haben mir 2 Leute Euro auf die Hand gelegt, so. Ich komme im Krankenwagen an. Ich komme im Krankenwagen ran, ich setze mich rein hinten auf die Liege. Die haben nicht mal Blaulicht angemacht. Wir sind an einer roten Ampel stehen geblieben. Ich hatte die gleiche Wertigkeit wie ein Müllwagen, Alter.